Ready to wake up. So, wir sitzen hier im Landratsamt Pfaffenhofen, sind zu Gast beim Herrn Landrat Martin Wolf. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben einen sehr angespannten oder sehr gedrängten Terminkalender. Nochmal herzlichen Dank. Selbstverständlich, gerne. Bürgerversammlungen kennen die Bürger im Landkreis eigentlich fast jährlich. Da lädt in der Regel der Bürgermeister ein. Jetzt, was bedeutet es, wenn der Landrat die Bürger plötzlich einlädt, und zwar zum Thema Asyl? Ja, ich muss zugestehen, das ist schon etwas außerhalb der Norm, Bürgerversammlungen durch den Landkreis. Aber es ist natürlich so, das Thema Asyl ist zunächst in der Zuständigkeit des Landkreises. Die Gemeinden sind um Mitwirkung gebeten, das sehen auch die kommunalen Gesetze so vor. Aber die Verantwortung für diese Aufgabe hat der Landkreis. Wir stellen fest, dass das Tagesgespräch ist, nahezu bei allen privaten Runden auch. Egal, wer von meinen Mitarbeitern unterwegs ist, er kommt eigentlich um dieses Thema nicht herum. Wir haben bisher unsere Strategien, unsere Nachrichten immer über die Medien ausgesandt. Und wir haben uns jetzt einfach überlegt, es wäre jetzt einmal an der Zeit auch, nicht nur über die Medien zu sagen, was wir vorhaben, was wir machen, sondern dass wir uns einfach mit den Bürgern zusammensetzen und den Bürgern die Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wie läuft das eigentlich im Landkreis und welche Fragen bewegen euch, was bewegt uns, damit man nur ein bisschen näher zusammenrückt, weil wir die Bürger in der Unterstützung, in der Mithilfe, in der Akzeptanz dringend brauchen. Die Bürger kennen ja die Problematik mit Thema Asyl meistens aus den Nachrichten, und zwar immer etwas außerhalb von Pfaffenhofen dargestellt, das heißt aus der großen Politik. Wir kennen die Zuteilungsquoten, die in Europa nicht funktionieren, Egoismus hoch 3. Wir kennen auch den Verteilungsschlüssel in Deutschland, der auch nicht immer funktioniert. Und jetzt wäre es natürlich interessant, auf welchem Schlüssel geht es zum Beispiel hier innerhalb Bayerns. Wir haben bis vor kurzem, oder ich glaube aktuell, gibt es noch diesen Wert von einer Aufnahmequote von 2% Asylanten im Vergleich zur Landkreisbevölkerung. Das wären bei der jetzigen Landkreisbevölkerung und bei dem, was man prognostiziert, was ich auch aus dem Landrat erfahren habe, Landratsamt erfahren habe, wären diese 2% ungefähr 2.500 Asylanten, die anscheinend bis Ende des Jahres erreicht werden. Wie realistisch sind diese 2% angesichts der Flüchtlingsströme, die ja nicht abreißen? Ja, wir planen natürlich auch auf der Basis von Prognosen. Ausgangspunkt ist die Prognose für Deutschland, dass im Jahr 2015 800.000 hieß es zunächst, dann wurde aufgestockt, 1 Million Flüchtlinge, Asylbewerber nach Deutschland kommen. Wenn wir diese Zahl zugrunde legen, dann gilt zunächst der Königsteiner Schlüssel für ganz Deutschland. Diese Zahl sorgt dann dafür, dass nach dem Königsteiner Schlüssel eine Zuteilung erfolgt in die 16 Bundesländer, innerhalb der Bundesländer dann auf die Regierungsbezirke in Bayern und innerhalb der Regierungsbezirke wiederum auf die Landkreise. Alles nach dem Königsteiner Schlüssel. Und das bedeutet, dass wir insgesamt eine Quote haben von 2.300 bis 2.500, die sich aus dem Königsteiner Schlüssel ergibt. Und jetzt können wir natürlich wieder selbst umrechnen, was bedeutet das pro Gemeinde. Wir wenden bei uns im Landkreis den Königsteiner Schlüssel nicht mehr an, das ist auch so nicht mehr vorgesehen, weil natürlich die Gemeinden auch unterschiedliche Möglichkeiten haben. Also wir haben unterschiedliche Versorgungssituationen, wir haben ländliche Bereiche, wir haben städtische Bereiche, wir haben unterschiedlichen ÖPNV, wir haben unterschiedliche Angebote bei Mieten. Aber wir nehmen natürlich schon zur Orientierung, wenn wir insgesamt 2.500 Menschen unterbringen müssen, noch in diesem Jahr, eine Größenordnung, die sich an der Einwohnerzahl dann orientiert. Und das bedeutet jetzt relativ konkret diese 2% an der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde, ist die Unterbringungsaufgabe. Jetzt kann man noch spekulieren, ob die Menschen tatsächlich bis zum Jahresende alle kommen, ob es mehr sind oder ob es Januar oder Februar wird. Im Grunde ist das müßig. Wir hoffen natürlich, dass wir etwas mehr Zeit bekommen.
dass es vielleicht Januar, Februar, März wird. Wir haben uns einfach vorgenommen, dass wir in den nächsten 6 Monaten, so haben wir mit den Bürgermeistern gesprochen und uns auch vereinbart, in den nächsten 6 Monaten insgesamt Unterbringungsraum für 2500 Menschen schaffen wollen und uns und eigentlich auch müssen. Das bringt mich zu der Frage, wie wird es denn aussehen, wenn es nicht stoppt bei 2500? Und angesichts der Flüchtlingsströme könnte es ja möglich sein. Was mich hier brennend interessiert, sind die Abläufe. Wie sieht diese Zuteilung aus den Erstaufnahmezentren, wahrscheinlich München, wie sieht sowas praktisch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ruft da einer an im Landratsamt und sagt, hallo, schüttelt schon mal die Betten auf, klappt die Feldbetten auf, wir haben gerade wieder einen Bus weggeschickt und ihr könnt euch in 2 Stunden auf 200 neue Asylbewerber einstellen. Also bei der Zuteilung muss man 2 verschiedene Formen unterscheiden. Das eine ist die Notfallunterbringung. Die greift immer dann, wenn München ein dermaßen großes Aufkommen hat über wenige Tage an Flüchtlingen, dass eine Registrierung, ein Gesundheitscheck dort gar nicht mehr von der Landeshauptstadt über die Regierung von Oberbayern vollzogen werden kann. Dann gibt es sogenannte Notzuweisungen und da hat man einen Vorlauf von theoretisch 72 Stunden. So steht es auf den Papieren. Im Grunde haben wir alle unsere Notunterkünfte gemeldet und wenn es soweit ist, ruft die Regierung an und sagt, könnt ihr sofort oder könnt ihr in 24 Stunden oder in 48 Stunden, wenn ihr dann nicht könnt, aber dann bitte in 72 Stunden. Und wir sind natürlich im Grunde ja, stets parat mit dieser Notfallunterkunft, die wir auch gemeldet haben. Das ist ja in Pfaffenhofen die Trabrennbahn, haben wir hinlänglich kommuniziert. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich am kommenden Montag wieder eine Belegung bekommen. Wir hatten dort eine Notfallunterbringung für 154 Personen, die war auch voll belegt. Es wurden insgesamt über 100 Personen wieder abverlegt aus dieser Notfallunterkunft, die dann in Deutschland, in Bayern, auf die verschiedenen Landkreise verteilt werden, Standardverteilung sozusagen. Und jetzt sind dort in der Trabrennbahn noch 45 und jetzt kam die Nachricht, jetzt habt ihr eine Woche Zeit und dann kriegt ihr weitere 100. Und die müsst ihr auch erst registrieren und gesundheitsscannen und die Menschen werden dann auch wieder umgesetzt und umverlegt. Das ist das sogenannte Notfallmanagement. Das ist die eine Geschichte mit relativ kurzen Vorwarnzeiten. Die Standardzuteilung läuft über die Quoten, das heißt wir kennen die Landkreisquote, wir haben davon gesprochen, 2500 Personen. Und daraus errechnet sich eine Wochenzuteilung. Und die Wochenzuteilung ist in der Größenordnung 50 Personen zunächst einmal. So ist es uns von der Regierung mitgeteilt. Das ist natürlich auch immer entscheidend, wie geht es aus den Notunterkünften, aus der Erstaufnahme in die reguläre Zuteilung weiter. Also diese 50 errechnen sich nicht zwangsläufig jetzt aus der Differenz, die wir noch haben, bis zu den 2500. Aber die sagen, ihr müsst euch darauf einstellen, November, Dezember, jede Woche 50 Personen. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel ein Gebäude bekommen, wo wir 100 Personen unterbringen können oder 2 oder 3 Personen, dann können wir das anmelden und dann haben wir auch einmal wieder einen Puffer. Dann haben wir mal 3 Wochen keine Zuteilung. Die schlimmere Situation ist die umgekehrte. Wenn wir keine Gebäude mehr zur Verfügung haben, nichts mehr angemeldet haben und die Regierung sagt, ihr müsst eure Quote abnehmen, dann passiert nämlich Folgendes, dass der Bus ans Landratsamt kommt mit 50 Personen, mit dieser Quote und dann sagt der Busfahrer, hier sind Sie, macht etwas Vernünftiges damit. Und das wäre dann spätestens die Situation der Turnhallen, wo wir sagen, gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Wir planen natürlich anders und vor allen Dingen planen wir nicht auf die Minute oder für die eine Stunde, dass wir sagen, jetzt haben wir nichts mehr, wir wissen nichts mehr oder wir schicken sie zurück, sondern wir versuchen natürlich immer wieder bereit zu sein mit zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten. Okay, das heißt, die kommen ja nicht nur hier in der Kreisstadt an, sondern die kommen ja auch draußen bei den, auf die Kommunen werden sie ja verteilt, sofern Wohnraum zur Verfügung steht. Jetzt habe ich gestern nach der Kreisausschusssitzung habe ich einige Stimmen der Bürgermeister eingefangen. Die würde ich Ihnen ganz gerne mal vorspielen. Mhm. Beim Thema Asyl treibt mich um, dass wir eigentlich gefordert sind, dass wir 2% der Bevölkerung als Asylbewerber aufnehmen, dass man wirklich ausreichend Wohnraum findet
Und das zweite Thema ist, dass ich halt genügend freiwillige Helfer habe, einen Helferkreis habe, der sich um die Leute kümmert, damit die einfach ordentlich untergebracht werden und dass man einfach einen Schritt zur Integration machen kann. Zum Thema Asylbewerber haben wir folgendes Problem. Nicht nur, dass wir die derzeitige Zahl nicht abschätzen können, sondern das, was als im Folge noch auf uns zukommt, das ist überhaupt nicht abzuschätzen. Und da, das glaube ich, ist die Schwierigkeit, das kennt man bei der großen Politik in Berlin noch nicht. Und wir unten, wir müssen schauen, dass wir das ja, mit ausbaden, kann man sagen, beziehungsweise den Leuten helfen. Und das kann man überhaupt nicht mehr einschätzen. Die Stadt Vorburg wird einen wegweisenden Weg gehen. Wir werden mit Stiftungsgeldern ein Gebäude errichten, in welchem wir 64 Asylanten unterbringen. Wegweisend bzw. auch zukunftsweisend ist das, dass man die Wohnungen, sollten hier die Asylanten irgendwann ausziehen, dass man dann sofort Sozialwohnungen draus machen können. Beim Thema Asyl ist es so, dass wir derzeit 8 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge haben. Wir sollen aber um die 30 Personen aufnehmen und da müssen wir sehen, wie wir das auf die Reihe bringen. Private Wohnungen, Häuser gibt es in Enzgaden nicht viel. Ich möchte eher sagen, wir haben einen eklatanten Wohnungsmangel. Die Folge ist, dass wir entsprechend schauen, wie wir mit dem Problem zurechtkommen. Der Gemeinderat hat diskutiert, eventuell selbst am Wohnungsbau tätig zu werden und ein Gebäude zu errichten, in dem Asylbewerber und Flüchtlinge wohnen können. Dann muss man schauen, wie man das finanziert und wie man weiter vorgeht. Also wir sind mit dabei, wir sind bereit, einen Teil der Verantwortung, die die ganze Gesellschaft bei dem Thema hat, zu übernehmen. Und ich hoffe, dass das gut ausgeht. Die Problematik, die 2%, die wir im Landkreis Pfaffenhofen bis zum Frühjahr 2016 in allen 19 Gemeinden schaffen sollen, das ist das, was die Bürgermeister im Augenblick am meisten beschäftigt. Wir sind noch dabei, in Gemeinschaftsunterkünften für mich die 100, 110 oder 120 zu erreichen. Und das ist das, was wir Freitag, Samstag, Sonntag machen, um private Häuser mit den Leuten zu reden, dass sie es uns geben. Was druckt Sie in der Gemeinde zum Thema Asyl zurzeit? Natürlich die Anzahl der Personen, aber natürlich das, was an Druck auf uns zukommt. Wir versuchen da entsprechend zu reagieren. Das haben wir landkreisweit abgesprochen. Und ich denke, wir werden da einen Weg finden. Aber selbstverständlich ist es natürlich notwendig, dass im Bund die entsprechenden Regulative gefunden werden. Wir haben definitiv in Hohenwart derzeit keine Probleme. Wir haben 30 Asylbewerber, davon 2 Familien. Das sind 12 Personen, der Rest sind Einzelpersonen. Wir haben einige in Arbeit. Allerdings sind viele da, die wir nicht in Arbeit haben. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Was mich natürlich bewegt und was mich natürlich ich sag jetzt einmal, zum Nachdenken bringt und mir auch Sorge bereitet, ist die weitere Entwicklung der Flüchtlingsfrage. Weil die Mengen, die jetzt kommen und die verteilt werden müssen, die werden wir in den Kommunen nicht handeln können. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und dann kriegen wir wahrscheinlich auch das Problem mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das müssen wir verhindern. Trifft's, ist das ungefähr der Schnitt, den Sie so kennen an Aussagen von dem Bürgermeister? Ja, ich denke schon. Insgesamt freue ich mich sehr darüber, muss ich sagen, dass es eine große Solidarität gibt bei den Bürgermeistern, dass die Lage individuell natürlich in Nuancen unterschiedlich eingeschätzt wird. Es liegt in der Natur der Sache. Das sind alles gestandene Persönlichkeiten, die Dinge für sich planen und auch richtig angehen. Ich denke, die Solidarität in den Gemeinden, die wir hier im Landkreis haben, ist beispielhaft. Ich kenne das in dieser Form derzeit von keinem anderen Landkreis. Auch, dass die Gemeinden dieses Heft so in die Hand nehmen wollen, wie das jetzt vereinbart ist, das halte ich für wirklich einen wegweisenden Weg, vor allen Dingen, weil wir über die Bauten, die dort erstellt werden, die Möglichkeit haben, flexibel Wohnraum zu schaffen, einmal für Flüchtlinge, aber auch für Notbedarf, der sich in den einzelnen Gemeinden ergeben wird. Und diese Flexibilität ist wirklich wegweisend, um die Probleme bei uns im Landkreis lösen zu können. Jetzt braucht es immer einen Kopf, in dem Fall Sie. Jetzt habe ich gestern miterlebt, wahrscheinlich äußerst selten für Sie, genauso wie für mich, dass Sie auf offener Bühne bei einer Ausschusssitzung des Kreistages wirklich mit Beifall bedacht wurden. Und zwar, der Bürger muss wissen, es gibt ja nicht nur den Kreistag, sondern es gibt eine vorberatende Gruppe,
die aus Vertretern, aus gewählten Vertretern, aber aus allen Parteien besteht. Und da wurde unisono wurde der Landkreis, also Sie, gelobt, dieses Integrative, dieses Verständnis, dieses Zusammenhaltpflegende. Und wie gesagt, also man hat sie ja wirklich mit Beifall bedacht. Mhm. Also das heißt, bei allem Positiven, und es scheint so, als wenn der Landkreis Pfaffenhofen positiver die Sachen handelt, als man das aus anderen Regionen in Bayern wirklich kennt. Trotzdem bleibt es dabei. Wohnraum wird knapp. Wenn er ganz knapp wird, müssen sich die Bürger jetzt auf weitere Massenunterkünfte oder Zeltstädte bei uns in Pfaffenhofen einstellen? Also zunächst einmal freut mich schon natürlich die Zustimmung, die unsere Arbeit, und ich sage ganz bewusst unsere Arbeit hier im Landratsamt, erfährt. Aber sie darf uns natürlich keinesfalls die Augen blind träufeln, sozusagen, dass wir uns sonnen in diesem Gefühl. Die Aufgabe, die vor uns steht, ist mindestens so groß als die, die wir schon hinter uns gebracht haben. Es ist zunächst die Frage, wie viele Menschen werden noch kommen, wie viele sind noch unterzubringen. Und die zweite Einheit ist, wenn die Menschen da bleiben, wie schaffen wir eine sinnvolle Integration, wie schaffen wir den Übergang ins Arbeitsleben, wie schaffen wir die Eingliederung in verschiedene gesellschaftliche Bereiche, bei den Vereinen, bei sonstigen Verbänden, Organisationen, das Zusammenwirken in der Jugend, dass wir hier keine Separierung bekommen einzelner Bevölkerungseinheiten. Also da haben wir noch einiges vor uns. Was mich aber eben sehr zuversichtlich stimmt, dass wir parteiübergreifend, und das hat sich im Kreisausschuss auch wieder gezeigt, einen Konsens haben, dass wir die Aufgabe gemeinsam lösen wollen. Und da darf es dann auch einmal sein, dass ein oder zwei Persönlichkeiten auch ausbrechen oder andere Vorschläge diskutiert haben wollen. Das ist absolut zulässig, dieser Grundkonsens. Wir schaffen das gemeinsam, oder wir gehen im Auftrag unserer Bevölkerung diese große Aufgabe geschlossen an, weil das die einzige Chance ist, dass wir es überhaupt schaffen. Wenn wir uns hier auseinander dividieren lassen, dann würde Folgendes passieren, dass einer auf den anderen schaut. Beweg du dich zuerst. Und dann sind wir immer zu langsam. Und ich denke, dann würde die Bevölkerung auch sagen, ihr löst eure Aufgabe nicht. Was uns bewegt, ist natürlich die Stimmung in der Bevölkerung, die speziell auch der Sprecher, der Bürgermeister, immer wieder zum Ausdruck bringt, Manfred Russer, der sagt, die Menschen fragen uns, wann ist es denn genug? Wie viel kommen denn noch? Und was wird hernach, wenn die alle da sind und da bleiben? Und wie wird es mit der Integration? Das wird schon sehr kritisch gesehen. Aber dennoch denke ich, dass die gleiche Bevölkerung von uns erwartet, dass wir jetzt das Problem der Unterbringung zunächst einmal lösen. Die Bevölkerung, wenn ich da nachhaken darf, erwartet aber natürlich auch, dass auch sie nicht hinten runterfallen. Wenn ich den Geisenfelder Bürgermeister zitieren darf, der meinte, wir haben auch Armut. Wir haben selber Armut im Kreis. Ja. Und das heißt, wenn, was wir vorher gesehen haben, tolle Geschichten passieren, dass also die Gemeinden oder die Kommunen selber bauen werden, was wahrscheinlich auch sehr notwendig ist, dass das hinterher in Sozialwohnungen umgewandelt wird. Was sagen Sie denn dann den Landkreisbewohnern? Das ist ja, wieso macht das jetzt und nicht schon vorher? Für uns? Ist es nicht auch eine tolle Initialzündung, dass wir über die Flüchtlingssituation jetzt plötzlich Wege gehen, die wir vorher offensichtlich so nicht geschafft haben? Also das heißt für mich auch, man wächst mit der Aufgabe. Das heißt, man braucht erstmal eine Notsituation? Man braucht eine Notsituation. Also ich habe auch im Vorfeld schon immer wieder in Diskussionen darauf hingewiesen, beziehungsweise wir haben das gemeinsam analysiert, wir müssen die künftige Baulandentwicklung anders steuern, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Es ging in der Vergangenheit eher so, Einfamilienhäuser für die einheimische Bevölkerung, Reihenhäuser für Zugezogene und dann noch sehen, welche Schichten der Bevölkerung aus den Ballungszentren wollen wir zu uns aufs Land ziehen, um auch noch gute Einkommensteuerzahler zu haben. Das können wir uns in Zukunft einfach nicht mehr leisten. Die Fläche ist zu knapp und der Druck, Wohnungen
zu schaffen ist zu groß. Das heißt, wir müssen verdichten, auch auf den Neubauflächen, größere Einheiten zulassen. Und wir können uns ein Beispiel nehmen an der Generation nach dem Krieg, an der Aufbaugeneration. Wir haben in Pfaffenhofen die Situation, dass wir noch Reihenhäuser aus den 50er Jahren haben. Wenn Sie in die Städte nach Ingolstadt, nach München reinfahren, gerade immer an den Stadträndern, 4, 5, 6 Geschosse, Geschosswohnungsbau, der in den 50er, 60er Jahren massiv betrieben worden ist, um die Bevölkerung unterzubringen, vor allen Dingen auch die Flüchtlinge damals unterzubringen. Und in einer gewissen Weise haben wir eine vergleichbare Situation. Ich denke, es ist bei Weitem noch nicht so dramatisch, aber wir müssen unser Verhalten, unser Planen verändern. Dramatik. Gutes Stichwort. Bringt mich zum Kreishaushalt. Das heißt, Initialzündung wunderbar, das heißt, okay, dementsprechend Asylunterkünfte bauen, die man hinterher schönerweise in Sozialwohnungen umwandeln kann, um Nachholbedarf aufzufangen. Gestern wurde erst wieder 350.000 zusätzlich erwartet, also der Kreistag möge doch demnächst beschließen, 8,5 zusätzliche Stellen asylbedingt zu schaffen, die uns 350.000 zusätzliche Euros kosten im Jahr. Jetzt, es betrifft alles den Haushalt für 2016. Mhm. Wir haben, oder Sie haben im Kreis für die Ilmtal-Klinik Investitionszuschüsse. Hier, wir sitzen im Landratsamt, wird gerade renoviert, Gymnasien sollen renoviert werden, Schulen sollen renoviert werden. Kriegen wir das hin? Wie können wir das backen ohne eine größere Neuverschuldung? Und wo hört es auf? Wo es aufhört, ist im Moment noch nicht so abzusehen. Das war auch die große Unsicherheit in der Diskussion gestern im Kreisausschuss. Die allgemeine Erkenntnis, im Moment können wir das schultern. Wir müssen einfach feststellen, dass wir vom Freistaat gerade in Bayern tatkräftige Unterstützung bekommen. Der Freistaat übernimmt 100% der Sachkosten, das heißt alle Wohnungsmieten. Wenn wir Häuser bauen, dann wollen wir das auch refinanzieren über die Mieten. Letztlich übernimmt natürlich über entsprechend lange Zeiträume auch der Freistaat hier die Kosten für diese Bauten, die wir anstreben in den Gemeinden. Was der Freistaat nicht übernimmt, und hier gibt es eine ganz konsequente Trennung, dass die Staatsregierung sagt, 100% bei den Sachkosten, aber 100% bei den Personalkosten, bitte dann auf Seiten der Kommunen. Das Verhältnis ist immer noch günstiger für uns als in allen anderen Ländern in Deutschland. Aber das bedeutet natürlich, dass wir jetzt für letztlich 25 Personen die Lohnkosten komplett aufbringen müssen, einschließlich der Lohnvollkosten. Das bedeutet Arbeitsplatzbereitstellung etc. etc. Wir kommen hier in eine Größenordnung von 1 Million. Zusätzlicher Personalaufwand wegen Asyl. Zusätzlicher Personalaufwand wegen Asyl, einschließlich der Sachkosten für das Personal. Und das ist in einem Haushalt mit 108 Millionen natürlich noch darstellbar. Eine zusätzliche Million. Wir haben schon eine Neuverschuldung oder insgesamt eine Verschuldung in der Größenordnung von 5 bis 8 Millionen. Unser derzeitiger Stand, je nachdem, wie viel wir von unseren Reserven brauchen und wie viel bei den Baumaßnahmen dann wegüberwiesen wird. Aber es ist natürlich so, dass diese 1 Million zusätzlich auf die Verschuldung geht. Das kann man sagen. Also wir wissen ziemlich genau, dass wir das nicht sonst zusätzlich irgendwo einsparen können. Aber wir können natürlich auch, wenn wir 8 Millionen Verschuldung haben insgesamt und dann pro Jahr 1 Million drauflegen und sind dann bei 9 Millionen, dann können wir zunächst einmal auf Jahre unser normales Investitionsprogramm planmäßig weiterfahren. Wie sich das dann in 8-10 Jahren auswirkt, das ist die Frage, beziehungsweise welche Maßnahmen müssen unter Umständen dann schon in 3-4 Jahren geschoben werden. Wir haben ja einen Bau- und Sanierungsplan. Wir wollen jetzt zunächst das Landratsamt abschließen. Das geht bis 2017. Wir schließen in 2015 die Sanierung der Realschule in Pfaffenhofen ab, beginnen dann mit der weiteren Sanierung des Gymnasiums in Pfaffenhofen und dann steht die Realschule in Geisenfeld auf dem Plan ab 2018. Wir haben also verschiedene gestufte Verfahren. Und da besteht natürlich einfach zunächst das Prinzip Hoffnung, dass wir nichts verschieben müssen, dass wir diesen Sanierungsinvestitionsplan so weiterfahren können,
Hängt natürlich auch etwas ab, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Im Moment sind sie sehr gut. Im letzten Jahr und auch in diesem Jahr zeichnet sich wirklich eine sehr starke Wirtschaft ab. Wenn das so bleibt, dann könnte durchaus die Situation sein, dass wir unser bisheriges Programm plangemäß weiterfahren können und auch die Lasten Asyl soweit schultern, wie sie sich im Moment abzeichnen. Also wir müssen, das kann ich wirklich sagen, keine Horrorszenarien jetzt noch an die Wand malen. Okay, gehen wir mal ein bisschen runter, schwächen wir ein Horrorszenario ab. Mhm. Und zwar, der Kreis finanziert sich ja auch zu einem guten Teil von den Kreis, aus der Kreisumlage. Das heißt, jede Kommune, also die 19 Städte und Gemeinden im Landkreis, müssen ja nach einem bestimmten, sind wir wieder beim Schlüssel, nach einem bestimmten Schlüssel Geld abgeben. Ja. Kann es sein, dass für diese Aufgaben der Haushalt, des Haushalts 2016, der Schlüssel erhöht wird? Und das heißt, dass also, wenn der Kreis mehr Geld bekommt, weil er es braucht, ist ja nicht, macht man ja nicht aus Jux und Tollerei. Das heißt ja im Umkehrschluss, es bleibt bei den Kommunen weniger. Mhm. Wiederum die Befürchtung der Bürger, dann bleiben ja die Aufgaben, die die Kommunen ja eigentlich in unserem Sinne erledigen sollten, bleiben ja vielleicht liegen oder werden nicht mehr gemacht. Können Sie ausschließen, dass der Kreisumlageschlüssel erhöht wird? Über den Kreisumlageschlüssel sprechen wir immer ab November, und zwar, wenn wir die Zuweisungen des Freistaates kennen für das nächste Jahr. Es ist vorgesehen, dass sich aufgrund des allgemeinen Steuereinkommens der Finanzausgleich für die Gemeinden insgesamt erhöhen wird. Das heißt, es gibt aus dem großen Steuertopf zunächst einmal mehr Geld für die Gemeinden und auch mehr Geld für den Landkreis. Somit profitieren sowohl die Gemeinden für sich, als auch der Landkreis für sich, zunächst vom erhöhten Steueraufkommen. Und dann stellt sich die Frage jetzt noch, hat sich die Last in der Balance Gemeinden-Landkreis auf der Landkreisseite so weit erhöht, dass die Gemeinden einen zusätzlichen Ausgleich noch rüberschieben müssen, damit die Balance wieder stimmt. Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Ich kann also keine Garantien abgeben, aber ich kann sicherlich schon in Aussicht stellen, dass es keine gravierenden Verschiebungen geben wird aufgrund dieser allgemeinen Steuersituation. Für uns ist einfach die Frage, sorgen wir frühzeitig auch wieder für eine Entlastung des Landkreises? Darüber müssen wir sprechen. Oder die Gemeinden sagen, wir wollen zunächst einmal abwarten, wir schauen uns die Schuldenentwicklung auf Seiten des Landkreises an, wir lassen dort auch etwas Schuldenaufkommen zu. Meine Politik ist natürlich, dass ich sage, irgendwann muss das bezahlt werden, und am klarsten, am transparentesten ist Finanzpolitik dort, wenn ich nur eine Kasse habe. Wenn ich jetzt neben der Gemeindekasse auch noch eine Landkreiskasse habe, wo nichts drin ist, wo im Grunde noch Schulden abzugleichen sind, dann habe ich zwar immer meine Gemeinde in der Betrachtung, muss aber immer damit rechnen, dass einmal ein Kreistag kommt und sagt, jetzt müsst ihr aber etwas für den Landkreis tun. Und dann könnte das die Gemeinde treffen zum falschen Zeitpunkt. Dass die Gemeinde sagt, ja, jetzt können wir gerade nichts für den Landkreis tun, weil wir selber gerade Baumaßnahmen haben. Also es ist im Grunde immer ein jährlicher Abgleich. Setzen wir die Balance zwischen Landkreis und Gemeinden auf? Das haben wir noch vor uns. Da gibt es im November eine Klausur. Wir haben dann unseren Kassensturz gemacht, wie wir aus dem Jahr 2015 rauskommen. Wir kennen die Zahlen aus Bayern, was kommt von oben runter für das Jahr 2016. Und dann finden wir sicher wieder eine gute Vereinbarung. Balance, Vereinbarung, auch wieder ein gutes Stichwort. Und zwar, wir haben ja vorher gehört, zum Thema Asyl im Landkreis ist das Landratsamt zuständig. Eine Entlastung für den Landkreis gibt es immer dann, wenn ein Asylbewerber anerkannt wird. Oder aber, wenn sein Asylantrag abgelehnt wird, dann muss er, sagen wir es so hart, wieder nach Hause. Das heißt, es wird ein Platz frei in den sogenannten Unterkünften, die ja vom Landkreis angemietet sind. Diese Entlastung geht aber auf Kosten der Kommune, denn er fällt jetzt der Kommune anheim, er gilt als Obdachloser und die Kommune muss ihn jetzt unterbringen. Das heißt, auf der einen Seite wird der Landkreis entlastet und auf der anderen Seite die Gemeinde im Landkreis belastet.
ein guter Indikator, was das heißen könnte, wäre die sogenannte Fehlbelegerzahl. Wie hoch ist die im Landkreis? Die sogenannte Fehlbelegerzahl ist derzeit bei 100 Personen, circa 100 Personen. Also es sind knapp 10% derzeit Fehlbeleger. Praktisch beschrieben bedeutet das, dass 10% der Flüchtlinge, die derzeit bei uns untergebracht sind, eine Anerkennung haben oder einen Bleibestatus. Und wenn sie das haben, dann können sie, sollten sie die Flüchtlingsunterkunft verlassen, sind kein Flüchtling mehr und kein Asylbewerber in dem Sinne. Wenn sie sie nicht verlassen, sind sie sogenannte Fehlbeleger. Dann sind sie Fehlbeleger, weil sie natürlich jetzt irrtümlich oder fehlerhaft in dieser Unterkunft sind. Wir haben hier eine ganz pragmatische Lösung mit den Gemeinden gefunden, dass wir die Personen auch weiter gewähren lassen in unseren Wohnungen, solange bis sich eine andere Wohnung findet, damit die Gemeinden auch keine zusätzlichen Lasten daraus haben. Ansonsten wäre schon eine noch größere Zurückhaltung bei den Gemeinden da, dass sie sagen, ja, ich kann ja nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen, weil hernach habe ich die Fehlbeleger und dann muss ich mich selbst darum kümmern. Wir sagen generell, ob jemand anerkannt ist oder nicht, ob er Fehlbeleger ist oder nicht, er kann bei uns in den Unterkünften bleiben, so lange, bis er etwas anderes gefunden hat. Und das kann nun wiederum sein in dieser Gemeinde, das kann auch in einer anderen Gemeinde sein, das kann sein in einem anderen Landkreis. Wir stellen auch fest, dass über Familien, über Verwandtschaftszusammenführungen die Menschen sich auf den Weg machen und sagen, ich bin dann in Hannover oder in Hamburg, und so ergibt sich immer wieder mal auch eine Wechselsituation. Also wir haben es pragmatisch gelöst und durch diese Lösung entstehen jetzt keine Spannungen, Lasten, die sich zusätzlich aus der Asyl- und Flüchtlingsfrage ergeben. Also zusammenfassend kann man ja dazu sagen, wir schaffen das. Wie die Bundeskanzlerin, die sich ja feiern ließ für diesen tollen Satz, wobei sie ja vergessen hat zu sagen, wer ist wir. Wirklich schaffen müssen es ja eigentlich die Leute, die Bürger, die Freiwilligen, die Verantwortlichen hier vor Ort. Und das betrifft zum Beispiel die ich eben genannt habe, in den 5 Kommunen, in denen sie demnächst zu den Bürgerversammlungen eingeladen haben. Abschließende Frage: Was wollen Sie und was sollen die Bürger dort schaffen? Also zunächst ist es so, wir haben uns 5 Orte ausgewählt. Die Auswahl im Landkreis, wo wir diese Veranstaltungen durchführen, ist nahezu zufällig. Wir haben einfach nach geeigneten Räumen gesucht. Das hat relativ wenig damit zu tun, wie die Flüchtlingssituation in dieser Gemeinde aussieht. Wir wollten auch regionale Räume zusammenfassen. Wir sind einfach ins obere Ilmtal gegangen, haben dort eine geeignete Halle gesucht, in Reichertshausen gefunden und ähnlich eben bis in den Norden, wieder in den Manchinger Hof nach Manching, um geeignete Räume zu haben. Ja, aber stellen wir uns vor, wir möchten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen diese Veranstaltungen einmal ganz anders durchführen, als vielleicht das gewohnt ist von den sonstigen Bürgerversammlungen. Zunächst einmal verwenden wir schon den Begriff Bürgerversammlung, weil wir meinen, dass sich der Bürger etwas vorstellen kann. Der Bürger weiß, da gehe ich hin, da bekomme ich Informationen und ich kann mich zu Wort melden. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt unsere Besonderheit. Wir wollen nicht mit elendlangen Präsentationen eine Stunde lang berichten, was wir für tolle Leute sind und wie wir alle Probleme lösen. Und wir brauchen nur noch ein bisschen Zuarbeit sozusagen aus der Bevölkerung, sondern wir wollen auf jegliche Präsentation verzichten. Wir machen ein Podium mit dem örtlichen Bürgermeister und wir nehmen drauf die Experten aus meinem Hause. Wir nehmen drauf die Caritas, die uns bei der Asylbetreuung, Beratung sehr unterstützt. Wir nehmen drauf einen Ehrenamtsvertreter und das Ganze wird so beginnen, dass wir in relativ kurzen Sätzen jeweils Eingangsstatements der Personen bieten und sagen, bei mir läuft es so, meine Aufgabe ist so, der Nächste bitte, ich mache das und ich sehe folgende Probleme und ich brauche euch da, und dann soll es sofort in die Frage, in die Diskussionsrunde gehen. Und wir stellen uns vor, dass es wirklich eine echte Bürgerversammlung ist, bei der die Bürger massiv zu Wort kommen. Und haben uns deshalb auch einen Profi-Moderator genommen. Der Moderator muss das alles managen, damit das Gespräch wirklich im Mittelpunkt dieser Veranstaltung entsteht. Das macht eigentlich Laune auf Hingehen.
Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das informative Gespräch und wir sehen uns dann bei einer der Bürgerversammlungen. Vielen Dank.